Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Neue Augen. Weiter geht es. Her mit dem Alkohol. Au. Wo kommst du denn her? Was willst du denn damit? Das ist doch nun wirklich nichts für brave Kinder. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Und Milch ist sowieso viel besser für die Zähne. Guck mal, meine lustigen Beißerchen. Die sind doch niedlich, oder nicht? Aha. Hallo. Blöd, dass du da geblieben bist. Hier hast du das Wollknäuel. Das Wollknäuel. Darf ich das nochmal sehen? Aha. Bogi. Bogi. Oogie Boogie. Und wieder. Okay, ich bin woanders als sonst. Lilly hatte gehört, dass Mayonnaise in der Sonne schnell verdarb. Okay. Was seid ihr denn? Pokerhunde. Hey, guck mal, das hässliche Mädchen will mitspielen. Hässlich? Dann wollen wir ihren Einsatz machen. Ohne Einsatz kann sie nicht mitspielen. Miau. Okay, ich geh raus. Oh. Was bist du denn? Ein Goldgräber. Howdy, Fremde. Was treibt ein braves Mädchen in so einer rauen Umgebung? Warte mal. Doch nicht etwa auch der Goldrausch, oder? Da kannst du gleich wieder deine Sachen packen. Das einzige Gold in dieser Gegend ist das in meiner Mine. Und den Weg dahin kenne nur ich. Außerdem kämst du gerade ohnehin nicht hinein. Und warum nicht? Ich wusste es. Du bist hinter meinem Gold her. Aber nein? Das kannst du getrost vergessen. Meine Mine ist gut versteckt. Und selbst wenn du den Weg finden würdest, du kämst nicht rein. Der Eingang wird von einem Wendigo bewacht. Lilly hatte kein Interesse an der Mine, aber dieser Wendigo machte sie neugierig. Konnte es sich bei ihm um eine weitere Manifestation ihrer Blockaden handeln? Vielleicht lohnt es sich ja doch, nach der Mine zu suchen. Oh ja. Wendigo. Du weißt nicht, was ein Wendigo ist, oder? Uh-uh. Tja, viel weiß ich auch nicht. Es ist irgend so ein indianischer Dämon, der mich am Betreten meiner Mine hindert. Wenn du mehr Infos brauchst, frag den Schamanen. Er treibt sich hier irgendwo rum. Das sieht hier aus. Schamane. Der Schamane? Keinen Schimmer. Ich habe ihn nie persönlich getroffen. Manchmal sehe ich seine Rauchzeichen am Horizont. Das war's. Aber wenn dir hier jemand was über Wendigos erzählen kann, dann er. Mhm. Also, Dialog beenden. Ich gehe mal in den Hinterhof. Da ist Quacksalber. Kommen Sie näher. Und bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin. Antifaltencreme mit hautstraffenden Materialien aus der Raumfahrt. Naturechte Nahrungsmittelergänzungen mit lustigen Motiven aus der Tierwelt. Und jetzt neu, die Pille für zwischendurch. Für alle, die vorher keine Zeit hatten und nicht auf das danach warten wollen. Kommen Sie, staunen Sie und nehmen Sie eine Kostprobe von Alkofix. Dem exklusiven Wunder Allheilmittel auf Alkoholbasis. Oh. Schmeckt hochprozentig, wirkt hundertprozentig. Na, kleine Lady, hast du Interesse an einer Probeflasche Alkofix, dem Wunderschnaps? Ein Schnaps? Du siehst mir aber eigentlich noch ganz gesund aus. Und ich fürchte, gegen diese Sache mit den Ohren wird dir auch Alkofix nicht helfen. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Unheilbare Erbkrankheiten? Einen Tinnitus? Hepatitis? Gebärmutterkrebs? Tja,
Das tut mir ja aufrichtig leid für dich. Aber so kann ich dir leider auch keine Alkofixprobe aushändigen. Komm wieder, wenn du krank bist. Also, muss ich erstmal krank werden, oder was? Perry. Oh, da macht jemand Rauchzeichen. Irgendwo am Horizont schien eine Donutfabrik Probleme mit ihrem Schornstein zu haben. Donutfabrik. Moment mal. Sonne. Sonnenuhr. Hm? Was machst du denn da? Ja, du mich auch. Sag mal, du hast nicht zufällig vor, in nächster Zeit zu verwesen, oder? Nein, lieber nicht. Naja, kein Problem. Ich sollte sowieso weniger Aas essen. Mein Ernährungsberater ist schon ganz verzweifelt. Mehr frisches Obst, sagt er. Mal einen Salat, weiß ich ja alles. Aber was soll man machen? Ich stehe halt auf das gammelige Zeug. Sobald ich verderbendes Fleisch rieche, fange ich an zu kreisen. Und mal ehrlich, hier in der Wüste kriegst du ja eh kaum was Gesundes. Kaum lässt man sein Essen eine Weile stehen, schon sprießen die Bakterien. Da kann man sich die übelsten Krankheiten zuziehen. Eiternde Furunkel und nässende Ekzeme. Mann, das ganze Gerede übers Essen hat mich hungrig gemacht. Lass mich bitte allein mit meinem knurrenden Magen. Okay. Hallo, Mayonnaise, ich tu dich mal auf die Sonnenuhr. Kann man die jetzt drehen? Ja, ich dreh mal die Sonnenuhr und dreh die Zeit weg. Schneller weg. Gammelige Mayonnaise. Uah. Lilly schaute sich um. Warum war nie jemand da, der einem etwas verbot, wenn man es am dringendsten brauchte? Oh Mann, dass sie sich das traut. Ins Westendorf wieder. Hallo, Quacksalber. Kommen Sie näher. Und bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin. Antifaltencreme mit hautstraffenden Materialien aus der Raumfahrt. Naturechte Nahrungsmittelergänzungen mit lustigen Motiven aus der Tierwelt. Und jetzt neu, die Pille für zwischendurch. Für alle, die vorher keine Zeit hatten und nicht auf das danach warten wollen. Kommen Sie, staunen Sie und nehmen Sie eine Kostprobe von Alkofix. Dem exklusiven Wunder Allheilmittel auf Alkoholbasis. Schmeckt hochprozentig, wirkt hundertprozentig. Hatten wir das hier eben schon? Du schon wieder? Nein, du brauchst nicht unbedingt näher kommen. Es sei denn, du hast inzwischen eine ansteckende Krankheit bekommen. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Unheilbare Erbkrankheiten? Einen Tinnitus? Hepatitis? Gebärmutterkrebs. Ich weiß ja genau was. Ja, aber hallo. Was haben wir denn da? Da hast du dir aber ganz was Besonderes eingefangen. Meinen Glückwunsch. Damit bist du auf jeden Fall qualifiziert, um eine Probe von Alkofix, dem Wunderschnaps, auszutesten. Um ehrlich zu sein, siehst du mir schon fast überqualifiziert aus. Überqualifiziert? Dein Ausschlag ist so akut, dass ich mir nicht einmal sicher bin, ob er selbst mit Alkofix überhaupt noch heilbar ist. Bravo! Am besten nimmst du gleich die ganze Flasche mit. Oh. Die Flasche sieht mir aber auch schon verdächtig aus. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Hatte die Flasche gerade gesprochen? Anscheinend ja. Meine Befürchtung hat sich bewahrheitet. Die Flasche ist ein Dämon.
sozusagen ein Flaschengeist. Locken wir mal heraus, indem wir ihn abkühlen. Hallo. Findest du denn? Dieser Kälte kann man sich schnell eine Kältung einhandeln. Was nicht heißt, dass ich krank wäre. Und dieses alkoholische Teufelszeug brauche ich erst recht nicht. Ich werde dich jetzt mal umstimmen. Oh, danke. Ja, was ist das? Haha, angesteckt. Schnell, die Medizin. So. Endlich. Lecker. So schön. Der ist betrunken. So schön. Der Flaschengeist hatte seine eigene Regel gebrochen. Offenbar war es in gewissen Situationen durchaus mal erlaubt, sich einen Schluck zu genehmigen. Ja, genau, so ist es. Was tust du denn da? Och nö! Ich hab ihn weggetrunken. Dum, 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 dum. Und schon bin ich wieder hier. Na. Hallo, Kerne Berserker. Erstmal Verbot ausschalten. Her mit dem Volcano Berserker. Was ist? Stimmt irgendetwas mit deinem Drink nicht? Wieso soll er da nichts was damit trinken? Nichts damit stimmen, meine ich. Was hast du denn? Der schmeckt doch bestens. Und dieses Brodeln in der Lunge. Wagga, wagga, wagga! Okay, ein kleines Mädchen kommt damit klar, aber er ist sofort auf Brüllaffe. Eine Mulde. Kann er damit das kaputt machen? Oh ja, her mit dem Geld. Kann ich da jetzt Geld reintun? Hallo, Flunder. Lilly war platt. Eine Flunder. Da wir allerdings, glaube ich, einen Ballonfisch brauchen, blase ich ihn auf. So. Am dritten Tag erschuf Gott den Kugelfisch. Und niemand war da, um ihn zu loben. Und so. Jetzt kann ich auch den dritten. Wagga, wagga, wagga! Wagga, wagga, wagga! Wagga! Wagga, wagga, nimm. Betäubungsgift Sunny Cup. Mach den Tag zur Nacht. Okay. Der sollte sich, glaube ich, mal beruhigen. So rot wie er ist. Wagga! Okay. Kann ich das schon auf ihn drauflegen? Der Barmann schlief scheinbar seinen Rausch aus. Lilly behielt die Idee im Hinterkopf. Okay, das geht noch nicht. Wenn das jetzt schon so die Augen sehen schon so aus, als ob man da was drauflegen könnte. Aber ich mache hier jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.